Abschnitt 3 von Der Antichrist von Friedrich Nietzsche. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 20. Mit meiner Verurteilung des Christentums möchte ich kein Unrecht gegen eine verwandte Religion begangen haben, die der Zahl der Bekenner nach sogar überwiegt, gegen den Buddhismus. Beide gehören als nihilistische Religionen zusammen. Sie sind Dekadenz-Religion. Beide sind voneinander in der merkwürdigsten Weise getrennt. Dass man sie jetzt vergleichen kann, dafür ist der Kritiker des Christentums den indischen Gelehrten tief dankbar. Der Buddhismus ist 100-mal realistischer als das Christentum. Er hat die Erbschaft des objektiven und kühlen Problemestellens im Leibe. Er kommt nach einer hunderte von Jahren dauernden philosophischen Bewegung. Der Begriff Gott ist bereits abgetan, als er kommt. Der Buddhismus ist die einzige eigentlich positivistische Religion, die uns die Geschichte zeigt. Auch noch in seiner Erkenntnistheorie, einem strengen Phänomenalismus. Er sagt nicht mehr Kampf gegen die Sünde, sondern ganz der Wirklichkeit das Recht geben. Kampf gegen das Leiden. Er hat, dies unterscheidet ihn tief vom Christentum, die Selbstbetrügerei der Moralbegriffe bereits hinter sich. Er steht, in meiner Sprache geredet, jenseits von Gut und Böse. Die zwei physiologischen Tatsachen, auf denen er ruht und die er ins Auge fasst, sind einmal eine übergroße Reizbarkeit der Sensibilität, welche sich als raffinierte Schmerzfähigkeit ausdrückt, sodann eine Übergeistigung, ein allzu langes Leben in Begriffen und logischen Prozeduren, unter dem der Personinstinkt zum Vorteil des Unpersönlichen Schaden genommen hat. Neideszustände, die wenigstens einige meiner Leser, die Objektiven, gleich mir selbst aus Erfahrung kennen werden. Aufgrund dieser physiologischen Bedingungen ist eine Depression entstanden, gegen diese geht Buddha hygienisch vor. Er wendet dagegen das Leben im Freien an, das Wanderleben, die Mäßigung und die Wahl in der Kost, die Vorsicht gegen alle Spirituosa, die Vorsicht insgleichen gegen alle Affekte, die Galle machen, die das Blut erhitzen, keine Sorge weder für sich noch für andere. Er fordert Vorstellungen, die entweder Ruhe geben oder erheitern. Er erfindet Mittel, die anderen sich abzugewöhnen. Er versteht die Güte, das Gütigsein, als gesundheitsfördernd. Gebet ist ausgeschlossen, ebenso wie die Askese. Kein kategorischer Imperativ, kein Zwang überhaupt, selbst nicht innerhalb der Klostergemeinschaft. Man kann wieder hinaus. Das alles wären Mittel, um jene übergroße Reizbarkeit zu verstärken. Eben darum fordert er auch keinen Kampf gegen Andersdenkende. Seine Lehre wendet sich gegen nichts mehr als gegen das Gefühl der Rache, der Abneigung, des Ressentiment. Nicht durch Feindschaft kommt Feindschaft zu Ende. Der rührende Refrain des ganzen Buddhismus, und das mit Recht. Gerade diese Affekte waren vollkommen ungesund in Hinsicht auf die diätische Hauptabsicht. Die geistige Ermüdung, die er vorfindet und die sich in einer allzu großen Objektivität, das heißt Schwächung des Individualinteresses, Verlust an Schwergewicht, an Egoismus ausdrückt, bekämpft er mit einer strengen Zurückführung auch der geistigsten Interessen auf die Person. In der Lehre Buddhas wird der Egoismus Pflicht. Das Eins ist Not, das Wie kommst du vom Leiden los reguliert und begrenzt die ganze geistige Diät. Man darf sich vielleicht an jenen Athener erinnern, der der reinen Wissenschaftlichkeit gleichfalls den Krieg machte, an Sokrates, der den Personalegoismus auch im Reich der Probleme zur Moral erhob. 21. Die Voraussetzung für den Buddhismus ist ein sehr mildes Klima, eine große Sanftmut und Liberalität in den Sitten, kein Militarismus. Und dass es die höheren und selbst gelehrten Stände sind, in denen die Bewegung ihren Herd hat. Man will die Heiterkeit, die Stille, die Wunschlosigkeit als höchstes Ziel und man erreicht sein Ziel. Der Buddhismus ist keine Religion, in der man bloß auf Vollkommenheit aspiriert. Das Vollkommene ist der normale Fall. Im Christentum kommen die Instinkte Unterworfener und Unterdrückter in den Vordergrund. Es sind die niedersten Stände, die in ihm ihr Heil suchen. Hier wird als Beschäftigung, als Mittel gegen die Langeweile die Kasuistik der Sünde, die Selbstkritik, die Gewissensinquisition geübt. Hier wird der Affekt gegen einen Mächtigen, Gott genannt, beständig aufrechterhalten durch das Gebet. Hier gilt das Höchste als unerreichbar, als Geschenk, als Gnade. Hier fehlt auch die Öffentlichkeit.
Der Versteck, der dunkle Raum, ist christlich. Hier wird der Leib verachtet, die Hygiene als Sinnlichkeit abgelehnt. Die Kirche wehrt sich selbst gegen die Reinlichkeit. Die erste christliche Maßregel nach Vertreibung der Mauren war die Schließung der öffentlichen Bäder, von denen Cordova allein 270 besaß. Christlich ist ein gewisser Sinn der Grausamkeit gegen sich und andere, der Hass gegen die Andersdenkenden, der Wille zu verfolgen. Düstere und aufregende Vorstellungen sind im Vordergrunde. Die höchst begehrten, mit den höchsten Namen bezeichneten Zustände sind Epilepsoiden. Die Diät wird so gewählt, dass sie morbide Erscheinungen begünstigt und die Nerven überreizt. Christlich ist die Todfeindschaft gegen die Herren der Erde, gegen die Vornehmen und zugleich ein versteckter, heimlicher Wettbewerb. Man lässt ihnen den Leib, man will nur die Seele. Christlich ist der Hass gegen den Geist, gegen Stolz, Mut, Freiheit, Libertinage des Geistes. Christlich ist der Hass gegen die Sinne, gegen die Freuden der Sinne, gegen die Freude überhaupt. 22. Das Christentum, als es seinen ersten Boden verließ, die niedrigsten Stände, die Unterwelt der antiken Welt, als es unter barbaren Völkern nach Macht ausging, hatte hier nicht mehr müde Menschen zur Voraussetzung, sondern innerlich verwilderte und sich zerreißende, den starken Menschen aber den Missratenen. Die Unzufriedenheit mit sich, das Leiden an sich, ist hier nicht wie bei den Buddhisten eine übermäßige Reizbarkeit und Schmerzfähigkeit, vielmehr umgekehrt ein übermächtiges Verlangen nach Wehetun, nach Auslassung der inneren Spannung in feindseligen Handlungen und Vorstellungen. Das Christentum hat barbarische Begriffe und Werte nötig, um über Barbaren Herr zu werden. Solche sind das Erstlingsopfer, das Bluttrinken im Abendmahl, die Verachtung des Geistes und der Kultur, die Folterung in allen Formen, sinnlich und unsinnlich. Der große Pomp des Kultus. Der Buddhismus ist eine Religion für späte Menschen, für gütige, sanfte, übergeistig gewordene Rassen, die zu leicht Schmerz empfinden. Europa ist noch lange nicht reif für ihn. Er ist eine Rückführung derselben zu Frieden und Heiterkeit, zu Diät im Geistigen, zu einer gewissen Abhärtung im Leiblichen. Das Christentum will über Raubtiere Herr werden. Sein Mittel ist, sie krank zu machen. Die Schwächung ist das christliche Rezept zur Zähmung, zur Zivilisation. Der Buddhismus ist eine Religion für den Schluss und die Müdigkeit der Zivilisation. Das Christentum findet sie noch nicht einmal vor. Es begründet sie unter Umständen. 23. Der Buddhismus, nochmals gesagt, ist 100-mal kälter, wahrhafter, objektiver. Er hat nicht mehr nötig, sich sein Leiden, seine Schmerzfähigkeit anständig zu machen durch die Interpretation der Sünde. Er sagt bloß, was er denkt. Ich leide. Dem Barbaren dagegen ist Leiden an sich nichts Anständiges. Er braucht erst eine Auslegung, um sich einzugestehen, dass er leidet. Sein Instinkt weist ihn eher auf Verleumdung des Leidens, auf stilles Ertragen hin. Hier war das Wort Teufel eine Wohltat. Man hatte einen übermächtigen und furchtbaren Feind. Man brauchte sich nicht zu schämen, an einem solchen Feinde zu leiden. Das Christentum hat einige Feinheiten auf dem Grunde, die zum Orient gehören. Vor allem weiß es, dass es an sich ganz gleichgültig ist, ob etwas wahr ist. Aber von höchster Wichtigkeit, sofern es als wahr geglaubt wird. Die Wahrheit und der Glaube, dass etwas wahr sei, zwei ganz auseinanderliegende Interessenwelten, fast Gegensatzwelten. Man kommt zum einen und zum anderen aufgrund verschiedenen Wegen. Hierüber wissend zu sein, das macht im Orient beinahe den Weisen. So verstehen es die Brahmanen, so versteht es Plato, so jeder Schüler esoterischer Weisheit. Wenn zum Beispiel ein Glück darin liegt, sich von der Sünde erlöst zu glauben, so tut als Voraussetzung dazu nicht Not, dass der Mensch sündig sei, sondern dass er sich sündig fühlt. Wenn aber überhaupt vor allem Glaube Not tut, so muss man die Vernunft, die Erkenntnis, die Forschung in Misskredit bringen. Der Weg zur Wahrheit wird zum verbotenen Weg. Die starke Hoffnung ist ein viel größeres Stimulans des Lebens als irgendein einzelnes, wirklich eintretendes Glück. Man muss Leidende durch eine Hoffnung aufrechterhalten, welcher durch keine Wirklichkeit widersprochen werden kann, welche nicht durch eine Erfüllung abgetan wird, eine Jenseitshoffnung.
Gerade wegen dieser Fähigkeit, den Unglücklichen hinzuhalten, galt die Hoffnung bei den Griechen als Übel der Übel, als das eigentlich tückische Übel. Es blieb im Fass des Übels zurück. Damit Liebe möglich ist, muss Gott Person sein, damit die untersten Instinkte mitreden können, muss Gott jung sein. Man hat für die Inbrunst der Weiber einen schönen Heiligen, für die der Männer eine Maria in den Vordergrund zu rücken. Dies unter der Voraussetzung, dass das Christentum auf einem Boden Herr werden will, wo aphrodisische oder Adoniskulte den Begriff des Kultus bereits bestimmt haben. Die Forderung der Keuschheit verstärkt die Vehemenz und Innerlichkeit des religiösen Instinkt. Sie macht den Kultus wärmer, schwärmerischer, seelenvoller. Die Liebe ist der Zustand, wo der Mensch die Dinge am meisten so sieht, wie sie nicht sind. Die illusorische Kraft ist da auf ihrer Höhe, ebenso die versüßende, die verklärende Kraft. Man erträgt in der Liebe mehr als sonst, man duldet alles. Es galt, eine Religion zu erfinden, in der geliebt werden kann. Damit ist man über das Schlimmste am Leben hinaus. Man sieht es gar nicht mehr. So viel über die drei christlichen Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich nenne sie die drei christlichen Klugheiten. Der Buddhismus ist zu spät, zu positivistisch dazu, um noch auf diese Weise klug zu sein. 24. Ich berühre hier nur das Problem der Entstehung des Christentums. Der erste Satz zu dessen Lösung heißt, das Christentum ist einzig aus dem Boden zu verstehen, aus dem es gewachsen ist. Es ist nicht eine Gegenbewegung gegen den jüdischen Instinkt, es ist dessen Folgerichtigkeit selbst, ein Schluss weiter in dessen furchteinflößender Logik. In der Formel des Erlösers, das Heil kommt von den Juden. Der zweite Satz heißt, der psychologische Typus des Galiläas ist noch erkennbar, aber erst in seiner vollständigen Entartung, die zugleich Verstümmelung und Überladung mit fremden Zügen ist, hat er dazu dienen können, wozu er gebraucht worden ist, zum Typus eines Erlösers der Menschheit. Die Juden sind das merkwürdigste Volk der Weltgeschichte, weil sie, vor die Frage von Sein und Nichtsein gestellt, mit einer vollkommen unheimlichen Bewusstheit das Sein um jeden Preis vorgezogen haben. Dieser Preis war die radikale Fälschung aller Natur, aller Natürlichkeit, aller Realität der ganzen inneren Welt, so gut als der äußeren. Sie grenzten sich ab gegen alle Bedingungen, unter denen bisher ein Volk leben konnte, leben durfte. Sie schufen aus sich einen Gegensatzbegriff zu natürlichen Bedingungen. Sie haben, der Reihe nach, die Religion, den Kultus, die Moral, die Geschichte, die Psychologie auf eine unheilbare Weise in den Widerspruch zu deren Naturwerten umgedreht. Wir begegnen demselben Phänomen noch einmal und in unsäglich vergrößerten Proportionen, trotzdem nur als Kopie. Die christliche Kirche entbehrt im Vergleich zum Volk der Heiligen jedes Anspruchs auf Originalität. Die Juden sind eben damit das verhängnisvollste Volk der Weltgeschichte. In ihrer Nachwirkung haben sie die Menschheit dermaßen falsch gemacht, dass heute noch der Christ anti-jüdisch fühlen kann, ohne sich als die letzte jüdische Konsequenz zu verstehen. Ich habe in meiner Genealogie der Moral zum ersten Male den Gegensatzbegriff einer vornehmen Moral und einer Ressentiment-Moral psychologisch vorgeführt, letzteres aus dem Nein gegen die erstere entsprungen, aber dies ist die jüdisch-christliche Moral ganz und gar. Um Nein sagen zu können zu allem, was die aufsteigende Bewegung des Lebens, die Wohlgeratenheit, die Macht, die Schönheit, die Selbstbejahung auf Erden darstellt, musste hier sich der geniegewordene Instinkt des Ressentiments eine andere Welt erfinden, von wo aus jene Lebensbejahung als das Böse, als das Verwerfliche an sich erschien. Psychologisch nachgerechnet ist das jüdische Volk ein Volk der zähesten Lebenskraft, welches unter unmöglichen Bedingungen versetzt, freiwillig, aus der tiefsten Klugheit der Selbsterhaltung, die Partei aller Décadence-Instinkte nimmt. Nicht als von ihr beherrscht, sondern weil es in ihnen eine Macht erriet, mit der man sich gegen die Welt durchsetzen kann. Die Juden sind das Gegenstück aller Dekadenz. Sie haben sie darstellen müssen bis zur Illusion. Sie haben sich mit einem Nonplusultra des schauspielerischen Genies an die Spitze aller Dekadenz-Bewegungen zu stellen gewusst, als Christentum des Paulus, um aus ihnen etwas zu schaffen, das stärker ist als jede ja-sagende Partei des Lebens. Die Dekadenz ist für die im Juden und Christentum zur Macht verlangende Art von Mensch, eine priesterliche Art, nur Mittel.
Diese Art von Mensch hat ein Lebensinteresse daran, die Menschheit krank zu machen und die Begriffe gut und böse, wahr und falsch in einen lebensgefährlichen und weltverleumderischen Sinn umzudrehen. 25. Die Geschichte Israels ist unschätzbar als typische Geschichte aller Entnatürlichung der Naturwerte. Ich deute 5 Tatsachen derselben an. Ursprünglich, vor allem in der Zeit des Königtums, stand auch Israel zu allen Dingen in der richtigen, das heißt der natürlichen Beziehung. Sein Jahwe war der Ausdruck des Machtbewusstseins, der Freude an sich, der Hoffnung auf sich. In ihm erwartete man Sieg und Heil, mit ihm vertraute man der Natur, dass sie gibt, was das Volk nötig hat, vor allem Regen. Jahwe ist der Gott Israels und folglich Gott der Gerechtigkeit, die Logik jedes Volkes, das in Macht ist und ein gutes Gewissen davon hat. Im Festkultus drücken sich diese beiden Seiten der Selbstbejahung eines Volkes aus. Es ist dankbar für die großen Schicksale, durch die es oben aufkam. Es ist dankbar im Verhältnis zum Jahreskreislauf und allem Glück in Viehzucht und Ackerbau. Dieser Zustand der Dinge blieb noch lange das Ideal, auch als er auf eine traurige Weise abgetan war. Die Anarchie im Innern, der Assyrer von außen. Aber das Volk hielt als höchste Wünschbarkeit jene Vision eines Königs fest, der ein guter Soldat und ein strenger Richter ist. Vor allem jener typische Prophet, das heißt Kritiker und Satiriker des Augenblicks, Jesaja. Aber jede Hoffnung blieb unerfüllt, der alte Gott konnte nichts mehr von dem, was er ehemals konnte. Man hätte ihn fahren lassen sollen. Was geschah? Man veränderte seinen Begriff, man entnatürlichte seinen Begriff, um diesen Preis hielt man ihn fest. Jahwe, der Gott der Gerechtigkeit, nicht mehr eine Einheit mit Israel, ein Ausdruck des Volksselbstgefühls, nur noch ein Gott unter Bedingungen. Sein Begriff wird ein Werkzeug in den Händen der priesterlichen Agitatoren, welche alles Glück nunmehr als Lohn, alles Unglück als Strafe für Ungehorsam gegen Gott, für Sünde interpretieren. Jene verlogenste Interpretationsmanier einer angeblich sittlichen Weltordnung, mit der ein für allemal der Naturbegriff Ursache und Wirkung auf den Kopf gestellt ist. Wenn man erst mit Lohn und Strafe die natürliche Kausalität aus der Welt geschafft hat, bedarf man einer widernatürlichen Kausalität. Der ganze Rest von Unnatur folgt nunmehr. Ein Gott, der fordert, anstelle eines Gottes, der hilft, der Rat schafft, der im Grunde das Wort ist für jede glückliche Inspiration des Muts und des Selbstvertrauens. Die Moral, nicht mehr der Ausdruck der Lebens- und Wachstumsbedingungen eines Volks, nicht mehr sein unterster Instinkt des Lebens, sondern abstrakt geworden, Gegensatz zum Leben geworden. Moral als grundsätzliche Verschlechterung der Fantasie, als böser Blick für alle Dinge. Was ist jüdische, was ist christliche Moral? Der Zufall um seine Unschuld gebracht, das Unglück mit dem Begriff Sünde beschmutzt, das Wohlbefinden als Gefahr, als Versuchung, das physiologische Übelbefinden mit dem Gewissenswurm vergiftet. 26. Der Gottesbegriff gefälscht, der Moralbegriff gefälscht, die jüdische Priesterschaft blieb dabei nicht stehen. Man konnte die ganze Geschichte Israels nicht brauchen, fort mit ihr. Diese Priester haben jenes Wunderwerk von Fälschung zustande gebracht, als deren Dokument und sein guter Teil der Bibel vorliegt. Sie haben ihre eigene Volksvergangenheit mit einem Hohn ohnegleichen gegen jede Überlieferung, gegen jede historische Realität ins Religiöse übersetzt. Das heißt, aus ihr einen stupiden Heilsmechanismus von Schuld gegen Jahwe und Strafe, von Frömmigkeit gegen Jahwe und Lohn gemacht. Wir würden diesen schmachvollsten Akt der Geschichtsfälschung viel schmerzhafter empfinden, wenn uns nicht die kirchliche Geschichtsinterpretation von Jahrtausenden fast stumpf für die Forderungen der Rechtschaffenheit in Historizis gemacht hätte. Und der Kirche sekundierten die Philosophen. Die Lüge der sittlichen Weltordnung geht durch die ganze Entwicklung selbst der neueren Philosophie. Was bedeutet sittliche Weltordnung? Dass es ein für allemal einen Willen Gottes gibt, was der Mensch zu tun, was er zu lassen habe, dass der Wert eines Volkes, eines Einzelnen, sich danach bemesse, wie sehr und wie wenig dem Willen Gottes gehorcht wird, dass in den Schicksalen eines Volkes, eines Einzelnen, sich der Wille Gottes als beherrschend, das heißt als strafend und belohnend, je nachdem Grade des Gehorsams, beweist.
Die Realität anstelle dieser erbarmungswürdigen Lüge heißt eine parasitische Art Mensch, die nur auf Kosten aller gesunden Bildungen des Lebens gedeiht. Der Priester missbraucht den Namen Gottes. Er nennt einen Zustand der Gesellschaft, in dem der Priester den Wert der Dinge bestimmt, das Reich Gottes. Er nennt die Mittel, Vermöge, deren ein solcher Zustand erreicht oder aufrechterhalten wird, den Willen Gottes. Er misst mit einem kaltblütigen Zynismus die Völker, die Zeiten, die Einzelnen danach ab, ob sie der Priesterübermacht nützten oder widerstrebten. Man sehe sie am Werk. Unter den Händen der jüdischen Priester wurde die große Zeit in der Geschichte Israels eine Verfallszeit. Das Exil, das lange Unglück, verwandelte sich in eine ewige Strafe für die große Zeit. Eine Zeit, in der der Priester noch nichts war. Sie haben aus den mächtigen, sehr frei geratenen Gestalten der Geschichte Israels, je nach Bedürfnis, armselige Ducker und Mucker oder Gottlose gemacht. Sie haben die Psychologie jedes großen Ereignisses auf die Idiotenformel, Gehorsam oder Ungehorsam gegen Gott, vereinfacht. Ein Schritt weiter, der Wille Gottes, das heißt die Erhaltungsbedingungen für die Macht des Priesters, muss bekannt sein. Zu diesem Zwecke bedarf es einer Offenbarung. Auf Deutsch, eine große literarische Fälschung wird nötig. Eine heilige Schrift wird entdeckt. Unter allem hieratischen Pomp mit Bußtagen und Jammergeschrei über die lange Sünde wird sie öffentlich gemacht. Der Wille Gottes stand längst fest. Das ganze Unheil liegt darin, dass man sich der heiligen Schrift entfremdet hat. Moses schon war der Wille Gottes offenbart. Was war geschehen? Der Priester hatte mit Strenge, mit Pedanterie, bis auf die großen und kleinen Steuern, die man ihm zu zahlen hatte, die schmackhaftesten Stücke vom Fleisch nicht zu vergessen, denn der Priester ist ein Beefsteakfresser, ein für allemal formuliert, was er haben will, was der Wille Gottes ist. Von nun an sind alle Dinge des Lebens so geordnet, dass der Priester überall unentbehrlich ist. In allen natürlichen Vorkommnissen des Lebens, bei der Geburt, der Ehe, der Krankheit, dem Tode, gar nicht vom Opfer der Mahlzeit zu reden, erscheint der heilige Parasit, um sie zu entnatürlichen, in seiner Sprache zu heiligen. Denn dies muss man begreifen, jede natürliche Sitte, jede natürliche Institution, Staat, Gerichtsordnung, Ehe, Kranken- und Armenpflege, jede vom Instinkt des Lebens eingegebene Forderung, kurz alles, was seinen Wert in sich hat, wird durch den Parasitismus des Priesters oder der sittlichen Weltordnung grundsätzlich wertlos, wertwidrig gemacht. Es bedarf nachträglich einer Sanktion, eine wertverleihende Macht tut Not, welche die Natur darin verneint, welche eben damit erst einen Wert schafft. Der Priester entwertet, entheiligt die Natur. Um diesen Preis besteht er überhaupt. Der Ungehorsam gegen Gott, das heißt gegen den Priester, gegen das Gesetz, bekommt nun den Namen Sünde. Die Mittel, sich wieder mit Gott zu versöhnen, sind, wie billig, Mittel, mit denen die Unterwerfung unter den Priester nur noch gründlicher gewährleistet ist. Der Priester allein erlöst. Psychologisch nachgerechnet werden in jeder priesterlich organisierten Gesellschaft die Sünden unentbehrlich. Sie sind die eigentlichen Handhabungen der Macht. Der Priester lebt von den Sünden. Er hat nötig, dass gesündigt wird. Oberster Satz: Gott vergibt dem, der Buße tut. Auf Deutsch, der sich dem Priester unterwirft. 27. Auf einem dergestalt falschen Boden, wo jede Natur, jeder Naturwert, jede Realität die tiefsten Instinkte der herrschenden Klasse wider sich hatte, wuchs das Christentum auf. Eine Todfeindschaftsform gegen die Realität, die bisher nicht übertroffen worden ist. Das heilige Volk, das für alle Dinge nur Priesterwerte, nur Priesterworte übrig behalten hatte und mit einer Schlussfolgerichtigkeit, die Furcht einflößen kann, alles, was sonst noch an Macht auf Erden bestand, als unheilig, als Welt, als Sünde von sich abgetrennt hatte, dies Volk brachte für seinen Instinkt eine letzte Formel hervor, die logisch war bis zur Selbstverneinung. Es verneinte, als Christentum, noch die letzte Form der Realität. Das heilige Volk, das Volk der Auserwählten, die jüdische Realität selbst. Der Fall ist ersten Rangs. Die kleine aufständische Bewegung, die auf den Namen des Jesus von Nazareth getauft wird, ist der jüdische Instinkt. Noch einmal, anders gesagt, der Priesterinstinkt, der den Priester als Realität nicht mehr verträgt.
die Erfindung einer noch abgezogeneren Daseinsform, einer noch unrealeren Vision der Welt, als sie die Organisation einer Kirche bedingt. Das Christentum verneint die Kirche. Ich sehe nicht ab, wogegen der Aufstand gerichtet war, als dessen Urheber Jesus verstanden oder missverstanden worden ist, wenn es nicht der Aufstand gegen die jüdische Kirche war. Kirche genau in dem Sinn genommen, in dem wir heute das Wort nehmen. Es war ein Aufstand gegen die Guten und Gerechten, gegen die Heiligen Israels, gegen die Hierarchie der Gesellschaft. Nicht gegen deren Verderbnis, sondern gegen die Kaste, das Privilegium, die Ordnung, die Formel. Es war der Unglaube an die höheren Menschen, das Nein gesprochen gegen alles, was Priester und Theologe war. Aber die Hierarchie, die damit, wenn auch nur für einen Augenblick, in Frage gestellt wurde, war der Pfahlbau, auf dem das jüdische Volk mitten im Wasser überhaupt noch fortbestand. Die mühsam errungene letzte Möglichkeit, übrig zu bleiben, das Residuum seiner politischen Sonderexistenz. Ein Angriff auf sie war ein Angriff auf den tiefsten Volksinstinkt, auf den zähesten Volkslebenswillen, der je auf Erden dagewesen ist. Dieser heilige Anarchist, der das niedere Volk, die Ausgestoßenen und die Sünder, die Chandala innerhalb des Judentums zum Widerspruch gegen die herrschende Ordnung aufrief, mit einer Sprache, falls den Evangelien zu trauen wäre, die auch heute noch nach Sibirien führen würde, war ein politischer Verbrecher, soweit eben politische Verbrecher in einer absurd unpolitischen Gemeinschaft möglich waren. Dies brachte ihn ans Kreuz. Der Beweis dafür ist die Aufschrift des Kreuzes. Er starb für seine Schuld. Es fehlte jeder Grund dafür, so oft es auch behauptet worden ist, dass er für die Schuld anderer starb. 28. Eine vollkommen andere Frage ist es, ob er einen solchen Gegensatz überhaupt im Bewusstsein hatte, ob er nicht bloß als dieser Gegensatz empfunden wurde. Und hier erst berühre ich das Problem der Psychologie des Erlösers. Ich bekenne, dass ich wenige Bücher mit solchen Schwierigkeiten lese wie die Evangelien. Diese Schwierigkeiten sind andere als die, an deren Nachweis die gelehrte Neugierde des deutschen Geistes einen ihrer unvergesslichsten Triumphe gefeiert hat. Die Zeit ist fern, wo auch ich, gleich jedem jungen Gelehrten, mit der klugen Langsamkeit eines raffinierten Philologen, das Werk des unvergleichlichen Strauß auskostete. Damals war ich 20 Jahre alt. Jetzt bin ich zu ernst dafür. Was gehen mich die Widersprüche der Überlieferung an? Wie kann man heiligen Legenden überhaupt Überlieferung nennen? Die Geschichten von Heiligen sind die zweideutigste Literatur, die es überhaupt gibt. Auf sie die wissenschaftliche Methode anwenden, wenn sonst keine Urkunden vorliegen, scheint mir von vornherein verurteilt. Bloß gelehrter Müßiggang. 29. Was mich angeht, ist der psychologische Typus des Erlösers. Derselbe könnte ja in den Evangelien enthalten sein, trotz den Evangelien, wie sehr auch immer verstümmelt oder mit fremden Zügen überladen, wie der des Franziskus von Assisi in seinen Legenden erhalten ist, trotz seinen Legenden. Nicht die Wahrheit darüber, was er getan, was er gesagt, wie er eigentlich gestorben ist, sondern die Frage, ob sein Typus überhaupt noch vorstellbar, ob er überliefert ist. Die Versuche, die ich kenne, aus den Evangelien sogar die Geschichte einer Seele herauszulesen, scheinen mir Beweise einer verabscheuungswürdigen psychologischen Leichtfertigkeit. Herr Renan, dieser Hanswurst in Psychologicis, hat die zwei ungehörigsten Begriffe zu seiner Erklärung des Typus Jesus hinzugebracht, die es hierfür geben kann. Den Begriff Genie und der Begriff Held, Heros. Aber wenn irgendetwas unevangelisch ist, so ist es der Begriff Held. Gerade der Gegensatz zu allem Ringen, zu allem sich in Kampf fühlen ist hier Instinkt geworden. Die Unfähigkeit zum Widerstand wird hier Moral. Widerstehe nicht dem Bösen, das tiefste Wort der Evangelien, ihr Schlüssel in gewissem Sinne. Die Seligkeit im Frieden, in der Sanftmut, im Nicht-Feind sein können. Was heißt frohe Botschaft? Das wahre Leben, das ewige Leben ist gefunden. Es wird nicht verheißen, es ist da, es ist in euch. Als Leben in der Liebe ohne Abzug und Ausschluss, ohne Distanz. Jeder ist das Kind Gottes. Jesus nimmt durchaus nichts für sich allein in Anspruch. Als Kind Gottes ist jeder mit jedem gleich. Aus Jesus einen Helden machen. Und was für ein Missverständnis ist gar das Wort Genie? Unser Kulturbegriff Geist hat in der Welt, in der Jesus lebt, gar keinen Sinn. Mit der Strenge des Physiologen gesprochen, wäre hier ein ganz anderes Wort eher noch am Platz.
Wir kennen einen Zustand krankhafter Reizbarkeit des Tastsinns, der dann vor jeder Berührung, vor jedem Anfassen eines festen Gegenstandes zurückschaudert. Man übersetzt sich einen solchen physiologischen Habitus in seine letzte Logik, als Instinkthass gegen jede Realität, als Flucht ins Unfassliche, ins Unbegreifliche, als Widerwille gegen jede Formel, jeden Zeit- und Raumbegriff, gegen alles, was Fest, Sitte, Institution, Kirche ist, als Zuhause sein in einer Welt, an die keine Art Realität mehr rührt, einer bloß noch inneren Welt, einer wahren Welt, einer ewigen Welt. Das Reich Gottes ist in euch. Ende von Abschnitt 3. Aufgenommen von crowwings.com.